Servus, Morsche, und habt ihr schön aufgepasst die letzten Tage? Kerle, was ein Sturm, da flieht immer die Kapp fort. Nee, ehrlich, war ja echt gefährlich, in der Nähe von Bäumen zu laufen. Und dann das Hochwasser, ach, nicht ohne. Und so wird er überall in Deutschland. Es wird ja echt immer heftiger in den letzten Jahren. Aber in der Politik hat sich natürlich immer noch nichts freigeblasen. Nach fast 4 Monaten nach der Wahl haben wir immer noch keine funktionsfähige Regierung. Dass die sich nicht echt selbst blöd vorkommen, auch in der Gesamtwelt, ist doch peinlich für Deutschland. Jetzt geht's ja wieder ein bisschen geballt um Asylanten und die Rückführung von Einzelnen, zum Beispiel Syrer. In vielen Teilen Syriens ist ja kein Krieg mehr. Ah ja, dann ganz klar, unbürokratische, schnelle Rückführung. Es besteht kein Grund mehr zum Fliehen. Und die brauchen im eigenen Land die eigenen Leute zum Wiederaufbau. Logo. Ja, und die Regierung könnte dann sich ein bisschen zwischendurch um ein paar dringende deutsche Projekte kümmern. Wir haben schon mehrfach drüber gebabbelt. Rentner an der Armutsgrenze. Gelder für Pflege und medizinische Berufe müssen überarbeitet werden. Ja, und unsere Steuern für uns alle. Aber wir wollen auch merkbar, wir müssen merkbar mehr im Säckel haben. Also Politiker, gebt jetzt endlich Gas, aber wirklich jetzt. Ihr habt's gehört, mich hat's zerrissen bei dem Wetter, aber wie ihr, ach, mach ich natürlich weiter, ist doch Logo. Jetzt an der Stelle aber kein kleiner Witz, sondern ein klar Gedicht, passt zum Wetter und ihr kennt's vielleicht. Sitzt der Wärmsche mit dem Schärmsche und einem Ärmsche auf dem Thermsche. Kommt der Sternsche, bläst Wärmsche mit dem Schärmsche und einem Ärmsche vom Thermsche. Weg ist Wärmsche. Also passt schön auf euch, macht's gut, bis nächsten Montag, tschö.